Drittes Testspiel für die Bären des EHC Neuwied. In der Limburger Eissporthalle ging es für die Gelben darum, den aktuellen Leistungsstand zu überprüfen. Der Gegner? Der höherklassige Oberligist EHC Netphen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein. Netphen, das klingt nicht nach ganz großem Eishockey, ist es aber, zumindest im Kleinen, wenn man auf die Ligazugehörigkeit blickt. Oberliga und damit eine über der Regionalliga, in der Neuwied spielt, das ist genau die Klasse, in die die Bären gerne aufsteigen würden. Sportlich allerdings bot Neuwied dem Gegner mehr als nur Paroli. Netphen war schon nach 5 Minuten durch Patrick Schnieder in Führung gegangen, doch ansonsten konnte das Team mit den ehemaligen Neuwieder Akteuren Daniel Walter, Marc Blumenhofen, Oleg Tokarev und Falk Elstner nur selten überzeugen. Trainer Bernd Arnold sah schon nach 10 Minuten den Ausgleich durch Ernst Reschetnikow. Und kurz vor der ersten Drittelpause schoss Stefan Kaltenborn die Bären sogar in Führung. Die sollte man bis zum Schluss nicht mehr abgeben, doch Ergebnisse spielen in der Vorbereitung nur eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist, dass man die Entwicklung der Mannschaft betrachtet. Und was auf jeden Fall schon wirklich nach meinem Dafürhalten schon ganz gut funktioniert, ist der Einsatz, der Kampf, der Wille, ein Spiel zu überstehen über 60 Minuten. Die Kraft ist noch nicht ganz da, aber schon wieder ein bisschen mehr als vor 2 Wochen. Und man muss sie auf irgendwas aufbauen. Und wenn eine Mannschaft kämpft und rackert und sich in die Schüsse reinschmeißt, dann ist man der Grundstock da. Und auf dem gilt es nun aufzubauen, um zum Beispiel das Unter- und Überzahlspiel weiter zu optimieren. In der Saison könnten das ganz entscheidende Spielphasen sein. Unterzahlspiel klappt eigentlich schon sehr gut. Wir müssen dann noch ein bisschen aggressiver sein. Da haben die Spieler noch ein bisschen Angst, aus dieser starren Box rauszugehen. Aber das kriegen wir hin. Und die Überzahl, wir konnten die Woche eigentlich nicht richtig trainieren, weil 2 gravierende oder entscheidende Spieler die Überzahl mitgestalten sollen, gefehlt haben, krankheitsbedingt. Aber wir sind am Anfang und wir werden peu à peu trainieren und ich denke mir mal, wir werden auch dann wieder in 3-4 Wochen in Überzahl spielen, was uns zumindest zu einer Torschance bringt, weil mehr kann man nicht erwarten. Zwischen dem Pfosten hat der Trainer die Qual der Wahl. Gegen Netphen überzeugte Tim Kühlem, aber auch Alexander Rodens oder Alexander Neurath sind starke Regionalliga-Torhüter. Es geht nicht nur um die Torhüter, es geht auch um alle Spieler. Jeder muss sich im Training beweisen und zeigen, dass er will und dass er fit ist. Insofern gibt es hier bei mir kein Ranking. Gut, zum Beispiel bei den Stürmern, wir haben nicht jetzt 20 Stürmer. Ja, das heißt, da hat natürlich die Auswahl, wenn einer nicht gut spielt, nicht ganz so groß, die ich da treffen kann. Aber wenn Sie Torhüter ansprechen, ich denke mir mal, dass der Tim heute überzeugend gehalten hat. Aber auch im letzten Spiel, wo wir gewechselt haben, beim Stand von 0-0, hat auch dann der zweite Torwart, der reingekommen ist, meine ich jetzt, das Spiel auch gewonnen. Also ich bin glücklich, dass ich 3 Torhüter habe, wo ich mir niemals Sorgen machen müsste, dass ich jetzt Angst hätte, weil der jetzt drin steht. Der Test gegen Netphen endete mit einem 3-2-Sieg der Neuwieder Bären. Für den dritten Treffer sorgte Verteidiger Kai Kühlem. Den Schuss muss man erahnen, das Ergebnis kann man sehen. Der Puck ist im Tor. Und auch wenn Ergebnisse in der Vorbereitung nicht wichtig sind, so tun Siege dennoch gut. Die bisherige Bilanz des EHC kann sich jedenfalls sehen lassen. Gegen 3 starke Mannschaften gespielt und 2-mal jetzt gewonnen. Ich bin eigentlich jetzt im Augenblick damit zufrieden. Soll nicht bedeuten, dass ich zufrieden bin auf die ganze Saison hin, aber jetzt ist schon wirklich ein guter Job, den die gemacht haben. Jetzt aber heißt es erstmal Schläge einpacken und umziehen. Ab Oktober steht den Neuwiedern endlich auch wieder in der heimischen Bärenhöhle Eis zur Verfügung. Dann wird wieder in der Deichstadt trainiert und gespielt. Ja, also ich muss Ihnen ehrlich sagen, es ist für uns auch eine Strapaze, ne? Diese Reisen nach Dietz oder nach Troisdorf. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, eine Kabine für einen Eishockeyspieler ist wie ein Wohnzimmer. Ja? Und da muss man sich wohlfühlen. Und wir wollen endlich wieder in unsere Kabine einziehen. Wir werden auch einiges dran machen und verändern, weil die Bären ja neu sind. Ne? Und da freuen sich alle darauf, dass wir also ab nächsten Freitag uns da wieder häuslich niederlassen können. Am Sonntag, 2. Oktober, das erste Spiel in der Bärenhöhle, der letzte Test vor dem Saisonstart gegen die Kölner Haie Amateure. Spielbeginn ist um 19 Uhr.